Beim Blick auf die Signalkarte kommen mir gerade zwei Wege in den Sinn. Aber erst einmal hallo und willkommen zurück bei Faster Than Light. Erstmal zähle ich mal ab, wie es in etwa ausgehen wird. Mit Sprüngen bis zum Ausgang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sind durchaus realistisch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 wohl eher nicht. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Dann ist wohl doch der obere Weg klar. Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, wir gehen den unteren Weg. Wobei, dann müssten wir hier zwingend genau richtig sein mit. Hier sein, wenn die Rebellen hier sind. Um zum Ausgang zu kommen. Ohne Rebellen beim Ausgang. Aber dann gehen wir lieber mit dem Strom. Nicht dann hinter den Ausgang und wieder entgegen des Stroms. Ja. Alternativ wäre ich ansonsten hier runtergegangen. 4, 5, 6, 7, 8, 9 würde auch gehen. Dann gehe ich lieber oben lang das sichere. Da könnte ich nämlich von hier aus schon raus. Gut, hier könnte ich auch schon raus, aber hier bin ich ja nicht so weit weg vom Ausgang auf der Höhe. Hier müsste ich noch so. Kürzere Weg ist so. 1, 2, 3, 4. Nicht genug Energie. Asteroidenfeld, hallo. Ein Nullerschild mit Lanze, aber halt ein Nullerschild. Aber er kann sich tarnen. Du erreichst einen Asteroidengürtel, in dem die Rebellen einen automatisierten Aufklärer stationiert haben. Auf Gefechtsstation. Ausweichen ist maximiert. Er hat mindestens 60% Ausweichen. Na ja, 65. Und die Tarnung wird gleich erwischt. Der Antrieb bei ihm auch noch etwas im Eimer. Ja, der wird nicht lange überleben. Hab keinen Bock auf seine Waffen, insofern weg damit und dann aufs Cockpit. Der Sperrstrahl geht dann. Der wird den Rest machen. Ich denke mal, der wird noch zum Zug kommen. Nicht, dass die Asteroiden schon fertig sind. Rundschlag verfehlt, Cockpit getroffen, Sperrstrahl, Bums, ein Hüllenpunkt noch. Jeder Schuss ist ein Treffer. Bams. Das Schiff explodiert und hinterlässt einmal Treibstoff, ein drunter und 30 Schrott. Ich behalte wieder 80 Schrott auf für das Hacking-System. Noch kein Laden. Allen geht's gut, dann gleich weiter. Oh, ein Dreierschildgegner. Oh, das ist knackig ohne Hacking. Sehr knackig. Ein Rebellenschiff bewacht diesen Signalpunkt. Du förderst einen Verfolgungskurs an, um noch einen weiteren Rebellen zu erledigen. Sehr starke Verteidigung, kein besonderes System, aber da durchkommen, das wird erstmal Herausforderung. Zum Glück haben wir wenigstens den Ionenschlag 1 noch im Einsatz. Also Autofeuer auf das Schildsystem. Damit dann auch auf das Schildsystem und zwar jetzt schon mal. 10 Sekunden, ja, mache ich einfach mal. Vielleicht bekommen wir schon mit den beiden da Schaden rein. Dann haben die da zu tun, zu reparieren. Achso. Moment. Bei den Antrieben. Gehst mal da ganz schnell. Moment, die sind ja hier unten. Die Sensoren. Ah, Flak fliegt schon. Komm, in die Kameras, schnell. Bevor die Flak noch ankommt. Gut. Oh, und Geld bei den Waffen. Das ist auch sehr gut. So, Zweierschild bei Jungkram. Jetzt machen wir da sogar Schaden. Na, geht doch. Wieder schlimmer als gedacht. Gedanken gemacht. Aber noch ist der Kampf nicht gewonnen. So, wenn der Sperrstrahl bereit ist, legen wir damit los. Aber feuern erstmal vor. Aber Moment, das machen wir wieder aus. Das haben wir zusammen mit der Flak 1 raus. Zoltanschild ist gleich weg. Sauerstoff behalte ich im Blick. Wir gedenken an Philips und Tachi. Gedankenkontrolle ist noch aktiv und er wird noch eine Zeit aktiv sein.
Einer Schild, Nuller Schild, kurz. Dann auf jeden Fall auf die Waffen. Eigentlich würde ich ganz gerne durchs Cockpit gehen, weil Gedankenkontrolle ist bald alle. Ja, die Waffen sind aber zu schlimm. Und Schildsystem würde ich... Ja, lass ich mal liegen, lass ich mal liegen. Dann grillen wir die hier gleich mal. Jawohl. Gedankenkontrolle ist gleich wieder aus. Die haben immer noch gut Waffen an. Ein Zweierschuss und ein Einerschuss, Dreischuss. Da muss schon ein Schuss daneben gehen. Sauerstoff behalte ich noch aus. Ionenschlag und Flak. Ja, schnellstmöglich wieder schießen. So, jetzt muss unsere Verteidigung stehen. Gut, Felicity bekommt einen Aufschub. Aufstieg. Einen leichten. Speerstrahl gleich bereit, wir warten. Cockpit ist wieder ganz und wird nicht Gedanken kontrolliert. Na, ich warte lieber, ist ja gleich wieder da. Mist. Schnellstmöglich nochmal. Ah, verfehlt. Jetzt haben sie wieder alle Waffen im Einsatz. Das könnte jetzt Hüllenschaden geben. Sauerstoff, ja, behalte ich im Blick. Stellt euch mal vor, die machen jetzt den Sauerstoff kaputt. Oh, oh. Also schnellstmöglich zu Rande kommen. Gut. Dann nehmen wir das Schildsystem jetzt mit. Und die wollen aufgeben, aber viel zu viele Raketen. Du hältst eine verzweifelte Nachricht. Sie können alles nehmen, was wir haben, aber bitte bringen sie uns nicht um. 18 Schrott. Ein Dornteil. Die 7 Raketen klammere ich aus, denn die brauche ich nicht. Insofern sind das bloß 26 Schrott. Jawohl, 31 Schrott, eine Rakete und einmal Treibstoff. So kann's laufen. Kein Laden. Was machen wir denn eigentlich als nächstes? Eigentlich mal der Antrieb und Cockpit, ne? Oder die Sensorik. Ich glaube, ich mache erstmal einen Antrieb. Und wir behalten eben die 80 Schrott zurück. Haben wir gerade irgendwas zum Verkauf? Ach, stimmt ja. Ein Ionenschlag soll weg. Ionenlader will ich womöglich behalten. Ach so, stimmt ja. Die beiden weg und Ionenlader dafür anbringen und den Hüllenstrahl verkaufen. 75. Dann sind wir gewaltig waffenstark. Und dann kümmern wir uns um den Antrieb und um das Cockpit und dann später das Schildsystem und dann hoffentlich bald auch Hacking. Aber eigentlich müssten wir auch nochmal die Gedankenkontrolle verbessern. Mann. Aber dafür brauchen wir erstmal die Sensorik. Na, wir haben gerade gesehen, gegen so einen Dreierschildgegner kommen wir an, wenn er keine Abwehrdrohne hat. So, 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 und dann Schildsystem, dann Cockpit, dann Hacking. Ich würde ganz gerne aber jetzt schon irgendwie vorankommen, also irgendwas verbessern. Wir verkaufen die beiden Ionenschläge, das sind dann 30 Schrott. Und den Hüllenstrahl würde noch passen. Nehme ich mal an. Ionenschlag muss jetzt aus dem Lager. Also, muss in den Lager, die Ionenlader muss rein. Für den Fall der Fälle behalten wir das Ding noch hier oben, wäre jetzt Quatsch, das hier runterzuholen. Denn wenn wir mal einen Schaden beim Waffensystem bekommen, können wir das Ding nicht mehr einsetzen, aber dann können wir noch den Ionenschlag einsetzen. Insofern ist es totaler Quatsch, den einfach in den Frachtraum zu schieben. Okay. Wie viele Sekunden waren das nochmal? 6? Ja, alle 6 Sekunden ein Ionenschlag. Na, Sauerstoff. Da warten wir noch lieber etwas. Sehr früh in Sektor 4 schon 6 Waffenpunkte. Könnten uns noch eine Flagge 1 leisten. Hüllenstrahl will ich auch ganz gern mal ausprobieren. Aber wir haben schon einen Speerstrahl. 2x Schaden bei Räumen ohne System. 14 Sekunden Aufladezeit. 16 Sekunden. Ich schätze mal, der Speerstrahl wird einfach länger sein. Aber ein 2er Schaden bei Räumen ohne System ist auch nicht verkehrt. So wird's nichts mehr.
1, 2, 3 wird aber auch nichts. Insofern können wir bloß die beiden mitnehmen. Dann so, so und so. 19 mal Treibstoff, 17 Raketen, 18 Dronteile. Eindringlinge, 2 Schildgegner, Teleporter. Ohne Flak. Deine Sensoren melden ein sich näherndes Rebellenschiff. Und du hörst gleich auch das typische Geräusch eines Teleporters. Jemand ruft dir zu. Bereit zum Sterben? Ich bin auf jeden Fall bereit für eine Beförderung. Sie können Superschilder umgehen, Eindringlinge sind an Bord. Oh, ist eine Flak 2. Nee. Quatsch. Flak 1, so wie wir. In der Krankenstation. Superst. Ich ziehe aber beide ab, also auch bei den Waffen. Hab einfach keine Lust, dass die uns hier zu sehr ärgern. Denn es kommen ja bald die Nächsten rüber mit dem Teleporter, insofern müssen die schnellstens weg. Also ihr beiden da rein und macht sie platt. Nein, nicht da raus, sag mal, seid ihr blöd? Hätten wir jetzt verstärkte Türen, könnten wir den machen, hier auf und kommt doch hier rüber. Na. Nein, die Batterie habe ich schon wieder vergessen. Mann. Ich dödel. Ich kann jetzt eh niemanden. Was? Achso, wird bekämpft. Da ist kein Strom drin. Wir könnten uns einen besseren Reaktor holen. Dann habe ich das Problem nicht mehr. Aber kostet halt Schrott, ne? Schon wieder vergessen ist. Soll dann doch Strom liefern. Mann, Mann, Mann. Wobei, hier ist das Symbol, da ist doch Strom drin. Ach so, die Batterie ist da drin, stimmt. Wenn der Zoltan raus ist, dann können wir mal kurz einen von den Gedanken kontrollieren, weil wenn Zoltan weg, dann kämpfen hier zwei rote gegen einen grünen, also rote Balken gegen grüne Balken. Jetzt müssen wir auf den Sperrstrahl warten. Ah, wir setzen schon mal vorab was an, Fragezeichen, ja. Er braucht halt 16 Sekunden, jetzt sogar noch mehr, aber brauchen ja alle mehr zum Nachladen. Wobei wir den Autonachlader haben. Aber eben, der zählt auch für alle Waffen. 2er Schuss und eine Flak 2, na toll. 1, Mann. Du bist gleich bereit. Aber die Flak kann Schaden machen, deswegen soll der Ionenlader doch zuerst schießen. Zoltan-Schild ist noch da. Alex muss raus. Felicity geht mal auch raus, aber vorher machen wir noch diesen hier. Dann sind die einfach weiter beschäftigt und wir können uns erstmal heilen. Strom ist ja drin, weil Batterie ist da drin. Ionenlader bereit. 3 kleine Ionkugeln, super, Schutzsystem. Aha. Au, Schaden, Gedankenkontrolle aus, ab zu den Schilden. Sperrstrahl gleich bereit. Guten Tag. Ah, jetzt kommt noch mehr rüber. Oh, Sauerstoff ist aus. Das ist aber nicht gut. Wenn ich jetzt aber den Piloten abziehe, können wir nicht mehr ausweichen. Oh, oh. Jetzt wird's knifflig. Ich warte zumindest eine zweite Kugel ab. Nein. Oh Mann, das wird jetzt ganz schön brenzlig werden. Könnten ja in der Zwischenzeit die Gedankenkontrolle reparieren. Wobei, die gehen nicht nach unten und reparieren wir den Sauerstoff. Dann haben wir wenigstens da eine Baustelle weniger. Oh Gott, sind die hier zu viert, ey. Ich fasse es nicht. Oh, 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 oh. Der Flakkram. Okay, Schildschaden und da wird es wohl gleich ein Nuller-Schild geben. Sperrstrahl bereit. Teleporter lassen wir an, damit die vielleicht gleich abhauen. Bei denen ist das Schildsystem auch aus und die wollen abhauen. Das finde ich jetzt nicht gut, weil jetzt haben die uns schon ganz schön zugesetzt. Jetzt wollen wir auch den Schrott von denen haben. Unseren Leuten geht es relativ gut, das Schildsystem wird dran glauben müssen, aber hey. Hauptsache die Crew überlebt. Gedankenkontrolle wäre gleich wieder bereit, wenn sie nicht kaputt wäre.
Wir machen mal diesen hier. Türen verstärkt und auf die Schatten. Dann haben wir da ein kleineres Problem weniger. Schildsystem ist unten. Wir haben Strom über, naja, können wir gerade nicht einsetzen. Die sollen eigentlich nicht weiter aufladen. Flak werde ich auf den Antrieb setzen. Ionade halte ich bereit für die Flak. So, Schild im Eimer, aber hier sterben gleich zwei, das ist schon mal gut. Die anderen müssen erstmal gegen die Türen kämpfen. Und Sauerstoff ist auch gleich wieder bereit, das ist gut. Zwei Dionkugel warte ich noch ab. Hätte ich nicht abwarten sollen, vielleicht. Warum geht denn da kein Balken rein? Wir haben doch über. Mann. Doofe KI, die wir gar nicht haben. So, da will jemand raus. Bitte besser ausweichen. Zu spät, da habe ich geschlafen. Gut, aber Cockpit ist noch nicht rot. Nur verzögert. Aber wenn wir jetzt mit dem Sperrstrahl durchgehen, sind die im Eimer. Einfach schnellstmöglich wieder mit dem Ionada schießen, damit das Schildsystem unten bleibt. Die haben keinen Bock mehr, das Schildsystem komplett zu zerstören, also bleiben wir noch bei etwas mehr Hülle hängen. Oh, du bist halt schon nicht aufgestiegen. Okay, dann machen wir das mal so. Wir lassen hier mal aus, weil wir jetzt hier die Türen zumachen. Ich mache die Türen schon mal zu. Aber dann bleibt der Sauerstoff da weg. Weil ich will gleich hier aus den Türen rausziehen. Wobei, schaut mal. Die Waffe ist weg, dann brauchen wir niemanden beim Antrieb. Dann kannst du da bleiben. Ihr beiden verzieht euch schon mal nach unten, weil die da gleich reingehen. Na, nicht von da oben, bist du doof. Nee. Nur verzögert, die gehen gleich baden. Gut, sie haben gewonnen. Hier haben sie etwas Ausrüstung. Verschwinden sie jetzt. Zwei Raketen. Nö, rechne ich wieder nicht rein, auch wenn es jetzt weniger sind. Ein Drohne hat 22 Schrott, also 30 Schrott. Nö. Die hauen auch noch ab. Auf das sterbende Schiff. Gut, hier wären sie auch gestorben, aber lustig. So, jetzt soll jemand ganz machen, der aufsteigen kann. Shirai zum Beispiel. Wir warten aber noch. Na, gehst du auch wieder da durch, ey. Wie doof seid ihr denn? Also nicht nur ich bin doof mit Sauerstoff und Leute verlieren, sondern die Leute verlieren auch gerne ohne Sauerstoff ihr Leben. Ohne dass ich groß was mache. Das Schiff explodiert und wir erhalten zwei Raketen, ein Drunter und 37 Schrott. 37 Schrott geht auch. So, du machst das schon mal ganz. Schilde kritisch, ja. Zum Glück ist hier gerade kein Asteroidenfeld. Kommt jetzt ein Laden? Ja, okay, dann gehen wir da, da und dann laden. Mal gucken, ob dein Hacking da ist. Wir haben schon 19 drunter, da müssen wir langsam mal was verbrauchen. Zu den anderen geht's allen gut? Ja, allen anderen geht's gut. Nee, du machst da nichts. Nee. Du warst bei den Waffen. Denn wir haben da Strom rausgenommen und dann hatten wir keinen Strom mehr. Jawohl. Auf dem Weg zu Gelb, beim Reparieren. So, alle zurück. Einmal Strom verbessern. Nee, ich spare jetzt für den Laden. Ja. Los geht's. Was haben wir hier? Du hältst eine Nachricht, C12 mal wieder, von einer Station, die um einen Planeten in der Nähe kreist. Kapitän, hier spricht das Terraforming Föderationsteam C12. Und wir brauchen Ihre Hilfe. Hätten Sie Zeit? Danke.
Wir müssen diesen Planeten nach Leben abscannen, bevor wir mit dem Terraforming beginnen können. Aber unsere Sensoren, unsere sind nicht ausgebaut, haben nicht die nötige Energie, um die Atmosphäre zu durchdringen. Aber ich schätze mal, mit dem Zoltan, hat man nicht runtergeguckt, können wir wieder überladen, übertakten. Aber unsere Sensoren haben nicht nötige Energie, um die Atmosphäre zu durchdringen. Wir müssen unseren Zeitplan einhalten. Können Sie uns vielleicht helfen? Zoltan, Systeme übertakten. Oh, Sauerstoffsystem um 1 verbessert. Das ist ja schön. Für den Fall der Fälle muss Philips nicht dran glauben. Oder besser gesagt, seine Freunde. Auch nach einem kompletten Scan des Planeten kannst du keine Biosignale entdecken. Das Team ist erleichtert und bereit, sich an die Arbeit zu machen. Die Wissenschaftler der Station sind auf Lebenserhaltungssysteme spezialisiert und bieten an, dein Sauerstoffsystem zu verbessern. Ein Waffensystem kann auch Leben erhalten. Gut, vielen Dank dafür. Dann machen wir jetzt mal eine Pause und sind dann wieder bei 100% Sauerstoff. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.